Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play Armored Warfare. Und ich wurde darum gebeten, doch den Expeditionspanzer mal zu zeigen im Video. Und natürlich ist der Wunsch Befehl. Und dementsprechend schauen wir uns den auch in diesem Video etwas genauer an. Und ihr wisst ja, in guter alter, fast schon Tradition bei Armored Warfare, schauen wir uns die Chronik an und schauen, was da die Geschichte in dem Panzer ist. Dieser Leichtpanzer-Prototyp wurde in den USA im Rahmen des Wettlaufs der gepanzerten Waffensysteme entworfen und sollte die Kampfstärke leichter Truppenverbände erhöhen. Die Entwicklung von Wanne und Fahrgestell begann in den frühen 1980er Jahren, worauf die Produktion 1985 startete. Am Ende konnte das Fahrzeug nicht überzeugen und ging nicht in Produktion. Auch wenn das Modell es nicht über die Prototypphase hinaus schaffte, bildete sein Geschützturm die Grundlage für den Turm des M1128 Striker. Ja. Trefferpunkte 1655, Schaden 3601 pro Minute, Durchschlagskraft sehr beachtlich 303 mm mit 355 Schaden, Höchstgeschwindigkeit 79,2 km/h und ich denke, diese Werte sind alle schon, zumindest für ein Spiel, ganz stimmig. Jetzt schauen wir uns aber an, wie er im Spiel überzeugt. So, nun kommen wir auf die Karte Stiller Fluss und sind hier mit dem Expeditionspanzer Top Tier. Der Gegner hat sogar zwei Dreierpanzer. Also wenn die auf mich treffen sollten, werden sie bestimmt ihren Spaß haben. Ansonsten aber klassisches Sechser- und Fünfer-Gefecht. Und nun schauen wir, was wir mit unserer fahrenden Kanone, kann man ja schon fast sagen, so reißen können. Da geht schon das Flugzeug down. Und bam, kommt er runter. Ich werde mich wahrscheinlich außerhalb der Stadt erstmal ein bisschen aufhalten. Das ist so der Plan. So, und erstmal hier ein bisschen anspeeden. Wow! Flink ist er. Ohne Frage. Gerade jetzt in Zeiten, wo Need for Speed rausgekommen ist. Muss man natürlich sagen, Alter, die... Alter Schwede, ist der schnell. So. Von mir aus darfst du gerne ein Stück weiterfahren. So. Schaut's aus, Junge. Ja, das ist ein Berg. Ja, überholen wir einfach mal ganz geschwind. Kann ich nicht abschießen. Der hat einen guten Tarnwert und den sollten wir auch versuchen, irgendwo ins Spiel zu bringen. Kommt man bei sowas hoch? Noch nie probiert, gell? Nö. Also entweder hat mich hier der letzte Stein davon, aber nee, ich glaube, da ist eine natürliche Begrenzung gegeben. Ich muss ja gestehen, ich bin ja auf den Karten noch nicht so firm, dass ich sage, ich kenne jeden Spot auswendig. Deswegen, man muss auch bei sowas immer mal wieder rumprobieren und rumtüfteln und testen. Wow. So, der Chieftain den ersten Hit. Dann da zieht er sich zurück, natürlich. In die Stadt komme ich leider nicht, beziehungsweise an sich schon, aber er ist leider da zu weit hinten. Also fahren wir jetzt ein bisschen weiter vor. Hier ist ein Busch. Den können wir noch versuchen auszunutzen. Und bleiben erstmal hier stehen und verharren der Dinge. Hoffen, dass da was kommt. Mit dem Expeditionspanzer ist man definitiv nicht der, der an die vorderste Front sollte. Dafür gibt es andere. Ihr lebt von der Mobilität. Und das sollte man auch nutzen. Kommt noch ein Stück hoch. Ah, kritischer Trefferschaden. Nein, ich wollte noch schnell einen Hit rausbringen, aber... Da war der Winkel leider ein bisschen doof gewählt zum Schießen.
Bin auch erst spät. Jetzt bin ich zu. So, da kriegt er aber einen diesmal rein und jetzt bin ich offen gewesen, aber bevor er noch auf mich schießen konnte, wurde er da zerstört. Und weiter geht's. Wie gesagt, er ist echt wieselflink. Vom Begleitpanzer abgeprallt, also nicht dein Ernst. Jetzt geht er stiften. Die Jungs da hinten könnten mal weiterfahren. Weil ich glaube, wir sind hier eigentlich in der Überzahl. Also hier jetzt zu campen, macht jetzt nicht unglaublich viel Sinn. Na, noch andere Expeditionspanzer. Leider nicht zu erreichen. Aber 12 zu 12. Gegner ist hart am Flamen. Na, schade. Ich habe ich den Schuss auf mich bekommen. Hatte gehofft, dass ich da noch den einen Schuss rausbekomme, aber dem war nicht so. Aber hier die Arti, die ist schön beschießbar. Und weg ist sie. Gun Depression ist sehr, sehr mager. Ah, der ging daneben. Oh, der andere haben gute Stimmung. Der sorgt der Begleitpflanzer für richtig, richtig Spaß. So, wir ziehen mal weiter voran an die Front. Oh, auf den komme ich da nicht. Nee, leider, leider ganz knapp. Der steht da schön hinter der Säule. Da habe ich zwar getroffen, aber aus dem Hinterhalt kommen dann da kleine Schüsse. So, aber die bekommen jetzt ganz gut dann da. Nicht getroffen, ganz knapp daneben. Oh, da hat er ein guter Hit. Aber den nehme ich dann noch mit. Muss aber jetzt hier echt aufpassen auf meine Hitpoints. Weil davon habe ich jetzt nicht mehr so viel. Gerade solange ich offen bin. Ah, da hat der Expeditionspanzer es versucht. Natürlich stelle ich jetzt hier gerade ein schönes Ziel dar. Aber die sind gerade alle hier hinterhalb, werden sich jetzt aber erwehren müssen des Angriffs von meinem Team. Meine Chance hier weiter vorzurücken und hier sogar kurzzeitig nochmal mehr Gas zu geben. Schön die Mobilität ausnutzen, die uns hier geschenkt worden ist. Bin jetzt erst spät, aber wie gesagt, egal, egal. Und noch einen Hit habe ich geben können. Und der Sieg ist es. Ja. Auch wenn der Schaden nicht unglaublich hoch war, aber man hat einen unglaublich schönen Flame War im Chat gehabt. Wir haben definitiv
die Mobilität dieses Panzers gesehen, die Endgeschwindigkeit, gesehen, dass er nichts einsteckt, ein bisschen was austeilen kann. Also von dem her, glaube ich, war es eine ganz angenehme und ruhige Runde mit dem Tier 6 Expeditionspanzer. Jetzt war ich so auf dem Flame-Begleitpanzer. Und schauen uns natürlich aber noch die Endauswertung an. 1710 Schaden mit Premium, 164.000 Credits und ein bisschen XP, kann man schon sagen. In meinem Team bin ich hier ins solide Mittelfeld gerutscht und vom Schaden her bin ich auf Platz 5 gekommen. Ja, ich denke, das war doch ganz erfolgreich. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.